Hey Joko, ich bin Olli Schulz, euer treuer Wegbegleiter. Wisst ihr was, ich hole euch gleich ab und dann fahren wir Rock am Ring. Ich weiß, normalerweise fliegt ihr mit so einem Flugzeug aus Gold direkt hinter die Backstage-Kulisse und nagelt noch mal irgendwie drei Moderatoren auf dem Weg zur Bühne. Aber nein, wir machen mal was ganz anderes. Wir machen mal Rock'n'Roll-Leben, weil eins weiß ich, wie man Rock'n'Roll buchstabiert. Ich bin gleich da, ja? Und dann machen wir mal wieder einen Bunny-Tag, Alter! Irgendwas, was uns zusammenhält, damit wir nicht so kalte Medienficker werden. In eurer künstlichen Welt ist doch alles nur eine Performance. Jetzt ist mal wieder Lifestyle angesagt. Weiter. 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 Jawohl. Hey, guck wie die so an. Olli Schulz. Olli Schulz. Was hab ich dabei? Ein Bus. Ja, wo fahren wir hin? Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Rock am Ring, Alter. Rock am Ring, leck mein Ding. Rein, komm, los, ja, okay, Alter, komm. Wir fahren jetzt. Ja. Rock am Ring, rein. Ja, ist ja gut. So, jetzt macht's euch mal gemütlich hier. Guck mal, ist das nicht geil? Hier drin sind die denkbar schlechtesten Umstände. Wieso das denn? Ist doch geil, ist voll eng. Ja. Nightliner muss sein, Rock'n'Roll, einmal Street Community sammeln, am Ende der großen Show, Alter. Heute Community Fleet. Das macht uns enger zusammen und dann Rock am Ring. Das ist doch noch lange nicht alles. Hier unten liegen noch Relikte von Paul McCartney, hat hier noch einen alten Beutel Sackhaken rumliegen und so. Nachher schwimmt der Bus hier auf der Höhe in Alkohol, Urin und Liquid Ecstasy. Oh Gott. Hier können wir heute mal richtig Rock'n'Roller werden. Guck doch mal raus, Alter. Das ist ja die Autobahn. Ja, ist doch geil, das sind die Kiefernplantagen. Guck mal, wie breit das hier alles ist. Wie Scheiben und so. Und jetzt geht's auch schon los Richtung Highway. Rock am Ring. Wenn ihr beide als Medientypen da wieder ankommen mit so einem dicken Siebener und so, denken alle, wir sind Joko und Klaas, haben sich wieder Frotti-Socken angezogen und machen wieder hier auf Softies und so. Nein, Alter, jetzt kommt wieder blutverschmiert rein gleich aufs Gelände. Und dann zeigt ihr mal, was ihr auch für Typen seid, Alter. Und wir fahren auf den Highway zur Hölle, Alter. Mit Schwänzen auf der Hose. Und jetzt geht's ab! Hier zum Beispiel ist eine Jägermeisterstation. Doppelkühlschrank, hier unten noch Dildo-Station, das zeige ich dir später. Und da unten, wenn du aufmachst, ist ein kleiner Lilliputaner, der macht dir einen Smoothie, wenn du willst. Dün, Alarm los! Ja, hier ist Buddy-Tag, Rock am Ring, Alter, Buddy-Tag! Und dann hängen wir bei Rock am Ring dann rum. Alle zusammen, die ganze Zeit. Nee, kann ich. Hä? Ich habe ein Konzert zu spielen, ich fahre nur mit. Aber ich muss wieder zurück, ist kein Witz. Du hast bei unserer Produktion angerufen, weil du Nightliner haben wolltest. Dann fährst du mit uns 3 Stunden und dann fährst du mit dem Nightliner auf ein Konzert. Habt ihr schon die Betten gesehen? Nee. Ey, ich zeig dir nachher, wie man einen Nightliner fängt. Aha. Gut. Legt ihr rein nochmal rein. Nein, bitte. Für mich. Warte doch mal, lass mich. Komm her jetzt. Hör auf. Ja, komm. Alter, ich passe sogar 3 rein, du. Oh, hey, rein in, oder was? Oh, komm mit rein. Ja. Oh. Guck mal, wie süß wir sind. Guck mal, wie süß wir hier sind. Komm mal ganz kurz zu. Und von außen, dann mach das immer. Sag mal, was haltet ihr eigentlich davon, wenn ihr mal jetzt nicht mal über ein Bandprojekt nachdenkt? Ich wusste ja, dass wir zu Rock am Ring fahren, ja. Ja. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel hier eine Superband aus uns dreien entstehen würde. Ja. Und wir einen Bandnamen suchen. Soll ich sagen? Ja. Willst du auch wissen? Mhm. Die Stühle. Stühle? Stühle. Wie die Stühle? Die Stühle. Wieso Stühle? Keiner hat was gegen Stühle? Die Stühle. Lass mal einen Moment sacken. Ja. Aber ist doch ein mega Name. Gut, Jungs. Stühle! Stühle! Guck mal hier. Ich hab nämlich auch schon. Check this out. Guck mal, Cover. Der hat das schon alles vorbereitet. Ja, natürlich. Weil er hat auch schon einen Songtitel. Wie denn? Ein Tag auf dir. Ist der erste Song. Ein Album über Stühle, oder was? Gepolsterte Gespräche, Reise nach Jerusalem, was politisch ist, ein Leben unterm Tisch und morgen ist Sperrmüll. Das ist der letzte. Der Rausschmeißer. Aber wir dürfen nicht so eine Band werden wie so eine Band, die sich irgendwo gegründet hat und dann nach Berlin zieht, wo der eine dann irgendwie einen Hut trägt. Ne? Wir müssen real bleiben. Ja, Mann! Ja, Mann! Alter, wir sind die Stühle! Das ist dein Ding. Und auch diese Woche haben wir wieder eine abgefahrene Newcomer-Band für euch ausgecheckt.
Hey Leute, was geht ab? Mein Name ist Klaas und ich spiele Schlagzeug. Hey, und ich bin Joko, ich spiele Gitarre. Jo, ich bin MC Olli, ich bin der DJ der Band. Und zusammen sind wir die Stühle! Die Stühle. Gerade auf Tour rocken sie die deutschen Bühnen. Und das nicht zu knapp. Dabei kennen sich die drei schon seit der Schule. Seitdem ging's steil bergauf und heute starten die sympathischen Wahlberliner richtig durch. Ja, ich schreibe die Songs, deswegen habe ich auch den Hut auf mit der Feder dran. Also eigentlich ist es tatsächlich so, dass wir die Songs alle gemeinsam schreiben. Alter Bullshit, ich schreibe die Songs ganz alleine, ihr macht gar nichts, ihr kommt direkt aus dem Mülleimer. Egal, wir sind auf alle Fälle die Stühle! Ihre Texte laden zum Abtanzen ein, aber auch zum Nachdenken. Doch nicht nur ihre Musik, auch der Name der drei kultigen Jungmusiker lässt aufhorchen. Ah, das mit den Schülern ist so ein Ding, das ist so ein Thema, das steht halt einfach über uns. Ja? Wir sind junge Leute, wir leben alle in einer Stadt und wir sind halt zerrissen. Und das ist, glaube ich, das, was wir damit ansprechen wollen. So ein bisschen diese Zerrissenheit zwischen den Stühlen, vielleicht auch manchmal stehen, dieses nicht wirklich da sein im Moment, wo du... Ja, halt, wir leben einfach dieses Leben. Und wie ticken die coolen Stühle sonst so? Das wollten wir wissen in unserer Schnellfragerunde. Kaffee oder Tee? PC oder Mac? Böhmermann oder Joko und Klaas? Halt dein Maul mit deinen Scheißfragen! Die Jungs machen einfach das, auf was sie Bock haben. Wir werden bestimmt noch viel von ihnen hören. Yeah, boys, don't cry. Das Tourleben ist schon hart, aber ist auch schon schön, ne? Und schlaucht, Alter. Wenn die Tour vorbei ist, mache ich erstmal schön Ayurveda-Kur mit Sven Feth. Wo ist unser Bandleader, Joko? Ja, der war Depri drauf. Joko ist Depri? Ja, aber er meinte irgendwie, er muss mal für sich sein und irgendwie spürt er sich nicht mehr und so weiter. Quatsch. Dann mache ich mal, dass er sich wieder spürt, du. Joker! Joker! Was ist los, Alter? Wir feiern da drüben gerade. Wir spielen gerade alte Evergreens aus den 80ern. Ja. Was ist los? Ich nicht. Was hast du? Was ist für glasige Augen? Hast du geheult? Nee. Ich kann das einfach nicht mehr. Was? Über dieses auf Tour sein, jeden Abend Konzerte, diese Leere, wenn du alleine auf dem Hotelzimmer bist, weißt du, die Weiber, Drogen, Alkohol. Das ist das Geile auf Tour. Ich hör auf. Ich geh raus bei den Stühlen. Du bist raus bei den Stühlen oder was? Ey, er will aussteigen bei den Stühlen. Das ist ein starkes Stück. Hör mal auf, dass du bist das Herz der Band. Du hast das ganze Ding ins Leben gerufen, das Projekt. Vor 15 Minuten. Es gibt immer mal einen Down und einen Up, Alter. Ich weiß es total zu schätzen, dass du mich überzeugen möchtest, aber ich merke doch auch, Klaas ist nicht dabei. Klaas, natürlich ist Klaas, aber Klaas hat voll Bock. Alter, ich bin ein Stuhl. Du bist ein Stuhl, oder? Ganz klar, Alter, wir sind drei Stühle. Weißt du was, ich habe auch noch was dabei, Alter. Hier, damit du mal weißt, wie geil das ist auf Tour. Hier, ist okay. Voll geil. Du sagst, ich hab ein kleines Brustplatz hier. Hab ich gefunden noch. Alter, das ist ja widerlich. Das ist ein Kondom, Mann. Alter, und weißt du was, die werden heute Abend alle benutzt sein. Komm, Digga, du bist dabei. Lass mich mal mit ihm reden nochmal. Lass mich mal mit ihm. Ja, ich kenn ihn doch. Joko. So. Was ist das Ding? Joko, nein, aber klar. Sag mir ehrlich, was ist los? Ja, ja, was ist? Klaas, ich will einfach kein Stuhl mehr sein. Okay, ich verstehe dich. Ja. Ich kann das nicht wirklich. Ich kann nicht einschlafen. Also ich lieg hier und ich höre die ganze Zeit die Menschenmassen rufen. Stühle, Stühle, Stühle. Alles dreht sich nur noch um Stühle. So. Also es geht nicht mehr um mich, weißt du. Der Stuhl steht mir Wie viele Beine braucht eigentlich so ein Stuhl, damit er stehen bleibt? Drei Beine. Drei, genau. Ja. Wenn du weggehst, haben wir nur noch zwei Beine. Und wenn wir dann kippeln. Genau, Stühle brauchen drei Beine! Ich weiß nicht. Schluss mit den Stühlen. Wirklich. Ich beende das jetzt in hier und in meiner Koje. Hey Jungs, lass mal nach hinten in die Lodge gehen. Jetzt kommt gleich ein kritischer Punkt. Da kommt gleich eine Raste, da stehen immer Zivi-Bullen.
Und die ziehen gerne mal so einen Nightliner raus, weil die wissen, hier wird immer viel gefickt und viel Drogen genommen. Hey, Olli, hast du was? Wir haben was. Mitgehangen, mitgefangen. Also müssen wir aufpassen, ich hab da keinen Bock drauf, ey. Ich bin mir auch nicht sicher. Frank. Ja? Was hast du da eigentlich die ganze Zeit? Was machst du die ganze Zeit da? Ich filme hier. Was ist mit Frank denn jetzt? Ich hab keinen Bock, dass Frank eine Snitch vielleicht ist oder so. Ernsthaft? Frank? Ja. Also ein verdeckter Ermittler. Du glaubst, dass Frank? Ja, guck ihn dir noch mal an. So ein Hemd hat er normalerweise auch nicht an gerade. Das ist ein normales Hemd, was ich anhab. Eigentlich hast du nie ein Hemd, du hast noch nie ein Hemd angehabt. Da kann man super ein Mikro unter verstecken. Nein, ich Frank, hab auch mal ein Hemd. Ich hab auch mal ein Hemd an. Sag mal, lässt du das alles mitlaufen? Filmst du das alles, oder was? Ja, natürlich. Wir filmen auch noch hier einen Einspieler. Ja, aber filmst du das noch für was anderes? Ich Frank, nimm mal die Kamera ganz kurz. Wo sind wir? Warte mal ganz kurz. Nimm mal kurz die Kamera ab. Warte mal ganz kurz. Alter, du bist ein Snitch, oder? Ey, helft mal mit, Kasper. Zieht mal Frank ganz kurz aus. Ich mag keine Kamera. Hör mal. Bist du ein Snitch, oder was? Okay, guck mal, wie ich da bin. Willst du uns ficken, oder was? Ich kenne Abu Shaga. War nur mal kurz ein Test. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Meine kleinen Tauben, ihr werdet langsam flügge. Ich muss euch gehen lassen. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Komm mal her. Kopf an Kopf. Komm. So, Jungs. Habt ihr alles? Ja. Vielen Dank. Dankeschön. Macht mir keinen Kummer. Joko. Danke, Olli, noch mal. Ich hab noch was. Deine Gitarre. Das ist nicht meine. Doch. Das ist deine Gitarre. Das ist deine Gitarre jetzt, okay? Tiger? Boah, ich kotze gleich, Alter. Können wir mal bitte los jetzt? Alter! Jetzt Rock'n'Roll, Alter!